Guck mal, was wir für euch machen. Das ist hier Offroad. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Departiergänge. Passend zu meinem Real Talk Blogpost. Auf meiner Seite möchte ich natürlich das auch noch ein bisschen filmlich darstellen und habe mir dabei tatkräftige Unterstützung von meinem Kumpel Max geholt. Moin. Der einfach noch eine außenstehende Meinung repräsentiert oder in persona darstellt, ja. Dass ihr einfach nicht nur meine Meinung mal lesen oder seht, sondern halt auch wirklich mal eine Außenstehende, weil der gute Max hat jetzt so mit den sozialen Medien eigentlich komplett gar nichts zu tun. Er unterstützt mich zwar tatkräftig, hier ist eine Pfütze. Er unterstützt mich zwar tatkräftig bei meinen ganzen Machenschaften, aber ich glaube, dein Instagram ist ein bisschen eingeschlafen. Er ist ein bisschen eingeschlafen. Aber apropos soziale Medien, also mein erstes Thema auf dieses Debattiergangs, über das wir ein bisschen diskutieren wollen mit euch, sind Hater. Oder allgemein die ganze Szene der Neider und die Leute, miese Peter. Genau. Ich muss ehrlich sagen, dass ich seit den letzten beiden Posts, dem Real Talk Fake Friends und dem Real Talk oder einfach meinen Beitrag über Echtpelz, habe ich es am meisten gespürt, was Hater eigentlich so verkörpern. Es ist halt auch total einfach durch diese Distanz, die sie da haben. Diese Hemmschwelle ist halt einfach nicht da, ja. Weil sie sitzen dir nicht gegenüber. Ich weiß nicht, ob sie sich trauen würden, das dir persönlich ins Gesicht zu sagen. Ein Kommentar negativ ist halt super schnell geschrieben heutzutage. Ja, also wer macht schon anderen gern Komplimente? Also leider viel zu selten. Schlagzeilen machen im Endeffekt nur Negativsachen. Das heißt, einer, der ein cooles Outfit hat, der ist in 2 Wochen vergessen. Aber einer, der irgendwie polarisiert hat oder halt irgendwie einen Skandal ausgelöst hat, über den reden die natürlich viel länger. Ich meine, was hältst du von Pelz? Naja, Pelz ist schon immer da gewesen. Pelz ist etwas, was auch in vielen Kulturkreisen immer noch hauptsächlich genutzt wird. Ja. Also es sieht gut aus, es hält warm. Klar gibt es viele Alternativen. Wobei diese Alternativen ja im Endeffekt auch schon nicht mehr das sind, was sie mal waren. Sie sind teilweise schon teurer und beinhalten Prozentsätze mit echt Haaren. So, von daher ist es ja ein zweischneidiges Blatt. Sagen ein zweischneidiges Blatt? Das ist, glaube ich, falsch, oder? Entweder ein zweiseitiges Blatt, glaube ich, oder ein zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, das ist was anderes. Egal. Aber das ist die Mischung, das ist mein Papierschwert. Siehst du mal, wie harmlos ich bin. Ich meine, wir haben ja nicht nur Pelz. Das ist ja auch die Lederjacken oder sämtliche anderen tierische Produkte. Aber das Lustige ist ja wirklich, dass ich dafür noch nie gehatet wurde. Stimmt. Ich habe auf meinem Instagram schon oft gepostet, meine Balenciagas, meine Mason Margiela. Das sind alles Lederdesignerschuhe. Hm. Oder meine Favela Lederjacke ist auch aus Lammleder. Die Outfits wurden gefeiert und kaum poste ich meinen Blaufuchspelz von meiner Oma, der wahrscheinlich mehr als 100 Jahre alt ist. Schon werde ich die Zielscheibe im Endeffekt für die ganzen Möchtegern-Peter-Anhängern. Und ich meine, es ist ja auch völlig okay, dass sie die Meinung haben. Hm. Und ich habe ja auch in meinem oder mit meinem Post niemals gesagt oder beschrieben, dass ich irgendwie die Leute animieren möchte, dass sie Pelz tragen. Nö. So ist es ja auch nicht. Bloß, man wird ja heutzutage nicht nur gehatet wegen Neid, wegen Missgunst, sondern schon allein wegen der Wahrheit oder wegen irgendwelchen eigenen Meinungen. Du präsentierst sie, aber wirst halt dafür gehatet. Öffentlich wirst halt dafür, Rangel genau. Ja, das ist ja meistens so. Das ist ja genau auch beim zweiten Thema der Fake Friends Post. Übrigens habe ich beide Posts mal euch in die Beschreibung gepackt, dass ihr das selber nochmal nachlesen könnt, dass ihr die Hintergrundinfos zu dem Video überhaupt habt. Bei dem Fake Friends Post war es ja im Endeffekt auch so. Ich finde einfach, dass die ganze Fashion-Welt und auch allgemein unsere Gesellschaft immer falscher wird. Sprich, man redet hinterm Rücken, man sagt Leuten nicht mehr die eigene Meinung ins Gesicht, sondern lästert lieber hinten rum. Beziehungsweise ist auch mehr wirklich am Haten und am Meckern. Mittlerweile ist ja alles nur noch Neid. Und diese Falschheit der Gesellschaft sich halt dann auch wieder widergespiegelt hat. Wo ich halt mitbekommen habe, dass einige Freunde von damals aus dieser Szene sich halt eben abgewendet haben oder eben hinter meinem Rücken halt gelästert haben und alles. Und ich habe dann einfach als einziger nicht dasselbe gemacht und habe nicht hinterm Rücken geredet, sondern habe einfach öffentlich ein Statement gegeben zu den Leuten, wie ich sie finde, beziehungsweise was ich davon halte. Und das habe ich halt niedergeschrieben und da hat es natürlich extreme Kritik gehagelt. Wie schlammig ist das hier bitte? Ja, du willst hier lang. Scheiße. Das ist der Nachteil, wenn du im Frühjahr durch den Wald läufst. Die Gesellschaft ist irgendwie so unehrlich geworden, die ist so falsch irgendwie. Jeder, ja, nee, das ist total toll und du gibst dir total Mühe und alles ist schön. Gerade einen Stock ins Gesicht. Ja, habe ich. Aber hintenrum wird dann übelst abgelästert. Ich glaube, das ist bei Frauen oder in dieser Frauenblogger-Szene noch viel schlimmer als bei uns Männern. Aber man muss wirklich sagen, auf den letzten Blogger-Treffen, dass sich da Männer gar nicht so viel nehmen. Und ich halte einfach gar nichts davon. Deswegen habe ich auch diesen Post geschrieben und viele, die sich den durchgelesen haben, haben ihn auch, glaube ich, gar nicht richtig verstanden. Sondern es war wirklich einfach nur die Tatsache, dass ich im Endeffekt ehrlich bin und meine Meinung sage. Und die Meinung würde ich auch den Leuten, die ich erwähnt habe, ins Gesicht sagen.
Von daher ist mir das völlig... Was hast du dir für einen Weg ausgesucht? Das sind alles Outtakes dann. Komm, wir müssen hier lang. Guck mal, was wir für euch machen. Das ist hier Offroad. Nein, aber es stimmt wirklich, dass die Gesellschaft immer falscher wird und das ist alles nur noch ein einziges Geheuchel. Kommt natürlich sicherlich immer drauf an, wo du dich, in welchen Bereichen du dich befindest. Ja, aber wir reden jetzt halt gerade wirklich darüber, über das ganze Online-Business. Also wir wollen nicht nur rumjammern, dass alles schlecht ist und alle haten nur und alles sind falsch. Das ist natürlich nicht richtig. Aber gerade jetzt auf diese zwei Punkte, die Philipp anspricht, bezogen, merkt man halt immer wieder, das sind halt schon so Dinge, wo man sich überlegt, muss das denn sein? Also ich meine, können wir denn nicht alle ganz normal miteinander reden und wenn es den anderen halt nicht gefällt, dann kann man es auch direkt einem ins Gesicht sagen und nicht, nee Philipp, total schön und oh, du bist der Beste und hintenrum dann, was ein Lappen. Das ist wirklich traurig und aber das ist halt wieder dieses ganz große Thema, es ist meine Meinung, sie können es akzeptieren, sie müssen es nicht akzeptieren. Und that's it. Wie ich halt dann auch gemerkt habe, ist, dass der Post, den habe ich glaube vor Silvester geschrieben und der ist noch heute im Gespräch bei einigen. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Zeichen, dass halt eben negative Dinge oder Dinge, mit denen man polarisiert und auffällt, halt einfach viel länger im Gedächtnis bleiben als irgendwelche schönen Sachen. Darauf ist die Gesellschaft leider richtig geil. Es redet keiner darüber wie, oh, hast du heute gelesen, super schön, da ist was Tolles passiert, sondern es geht immer nur, gerade was Nachrichten betrifft, immer nur ums Negative. Was halt auch faszinierend ist, ist die Tatsache, du siehst irgendwo Leute, die haben eine schöne Tasche, eine teure, oder die fahren ein teures, schönes Auto. Ja, zum Beispiel. Und dann kommt sowas wie, hey, du bist Student, weißt du, wie kannst du dir sowas leisten? Das geht ja gar nicht, ich kann das nicht. Also da muss irgendwas Krummes laufen. Du machst Drogengeschäfte, Menschenhandel. Wahrscheinlich die ist bestimmt nur fake. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Leute, die gehen davon aus, sie selbst können das nicht erreichen. Also kann das niemand anderes erreichen. Genau. Also kann das niemand anderes erreichen. Beste Beispiel mit meiner Kooperation mit MCM, dass ich wirklich dieses große Glück hatte oder diese Ehre, da mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Das wurde mir natürlich in der ganzen Szene unter den Männern auch nicht gegönnt. Und ich habe... Genau, warum? Warum? Ich habe aber auch nur hintenrum dann nicht durch andere erfahren. Was machst du da? Nee, ich würde wieder ungern durch den Baum laufen. Ich habe natürlich durch Dritte erfahren, dass mir das natürlich auch nicht gegönnt wird und viele auch gelästert hätten, ich hätte mir das alles gekauft. Würde dann im Endeffekt so tun, als ob ich da irgendwas bekommen hätte. Und ich, anstatt einfach zu sagen oder sich zu unterstützen, wir hätten in dieser ganzen Szene von damals so viel erreichen können gemeinsam. Jeder hat sofort eher an sich selber gedacht, anstatt irgendwie im Team zu denken. Und deswegen wirst du zum Einzelkämpfer, aber du musst ja nicht im Endeffekt gleich zum Hater werden. Aber trotzdem sollte man darauf achten, gemeinsam, dass man zu sich selber steht. Also seine Meinung kundtun ist überhaupt kein Problem. Man kann über alles reden, man kann über alles eine Meinung haben. Aber jetzt, guck mal, er trägt einen Hollister-Pulli. Wolltest du es vorhin nicht ansprechen? Ja, ich hasse Hollister, wirklich. Ich habe ihn zu ihm auch gesagt, ja, zieh dir was Schickes an für das Video. Und er zieht einen Hollister-Pulli an. Nee. So, ist aber meine Meinung. Deswegen ist er aber nicht weniger mein Freund. Das ist lieb von dir. Hatten wir darauf. Aber wisst ihr, was ich meine? So. Und keine Ahnung was. Es ist wahrscheinlich, die Hater denken auch, dass der Pulli wahrscheinlich echter Labrador ist. Oder ich habe einen Teddy dafür getötet. Ja, da sind 20 Teddybären draufgegangen. Mindestens so. Du bist doch ein Mensch. Aber einfach so diese ganze Geschichte. Ich belächle das natürlich. Und ich finde es natürlich witzig. Und auch wenn ihr da draußen irgendwie Negativkommentare bekommt oder irgendwelche Hater an der Backe habt, die euch nerven oder die euch irgendwie diskriminieren und wegen was auch immer, lächelt darüber. Mhm. Nehmt euch selber nicht so ernst, nehmt euch selber aufs Korn und das lacht. Das ist eure Bestätigung, dass das, was ihr macht, tatsächlich auch bei den Leuten ankommt. Genau. Ich meine, Neid und Missgunst sind einer der größten Anerkennungen, die du in Deutschland leider bekommst heutzutage. Genau, also sei stolz drauf. Eben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Debattiergang. Der wird auch gut, oder Max? Der wird genauso gut wie der jetzt hier.